Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal von Isla Games und heute ja mit einem Solo-Let's Play zu Adventure Island. Ja, das Spiel ist von Michael Palm und Lukas Zach bei Pegasus erschienen, ist für 2 bis 5 Spieler und ja, normalerweise kann man da kein Solo-Let's Play draus machen, aber ich spiele halt einfach 2 Charaktere. Geht auch, ist kein Problem zumindest, um euch mal zu zeigen, was das Spiel eigentlich kann. Direkt mal vorweg gesagt, es liegt hier schon ein bisschen länger rum. Ich habe es auch schon einmal komplett durchgespielt, das ist aber auch schon ein bisschen her. Und habe jetzt eben die Zeit und mir mal gedacht, komm, pass mal auf, damit ihr auch das mal sehen könnt, was das Spiel so kann. Falls ihr davon nur gehört habt, aber selber noch nicht so richtig gesehen habt, zeige ich euch einfach mal das erste Abenteuer in diesem Spiel. Es geht eben darum, dass wir auf einer einsamen Insel gestrandet sind und dann eben überleben müssen. Das Ganze wird über ganz, ganz einfache Aktionen gesteuert. Das Ganze seht ihr dann auch gleich im Spiel. Und bevor wir loslegen, ich muss euch das jetzt im Vorwege schon mal zeigen, oder beziehungsweise euch interessiert es nicht, aber hier ist zum Beispiel so eine Charakterkarte von einem dieser Charaktere, Hubertus Wagner. Und das geht jetzt raus an einen Bekannten von mir, Kai, falls du gerade zusiehst. Ich habe dich in diesem Spiel entdeckt. Schau dir das an. Der sieht genauso aus wie du. Das ist ein Kollege von mir, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Der sieht dem hier sehr, sehr ähnlich. Also Kai, falls du das siehst, dich gibt es in einem Brettspiel. So, und ohne große Umschweife jetzt geht's ab ins Abenteuer auf Adventure Island. So, wie ihr sehen könnt, ist alles aufgebaut für das erste Abenteuer von Adventure Island und direkt im Vorwege, auch wenn ich es schon eben gesagt habe, Spoilerwarnung, wenn ihr wirklich, wirklich jede einzelne Karte für euch entdecken wollt und gar nicht gespoilert werden wollt, jetzt abschalten, wollte ich aber trotzdem mal so einen kleinen Eindruck bilden, was das Spiel alles so kann, dann gerne da bleiben und es wird auch nicht so viel gespoilert, also das kann ich schon mal sagen. Eine andere Sache, die wir mal klären müssen, diese Unterlage hier, die ist, als ich das Spiel erhalten habe, war die nicht im Spiel drin, sondern gab es separat. Deswegen, ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob diese Unterlage zumindest für das erste Abenteuer im Grundspiel drin sein wird oder ob man die irgendwie als Beiwerk noch kriegen kann. Muss ich mal schauen. Ist aber auch nicht relevant, also man braucht sie nicht. Vor allem steht da auch erstes Abenteuer. Die ist also extra dafür gedacht, dass man das erste Abenteuer hier direkt aufbauen kann. Man kann es auch ohne spielen. Und müsste man sowieso spätestens, wenn dann in den anderen Abenteuern noch weitere Karten dazukommen, dann findet das hier sowieso alles keinen Platz mehr. Was ich auch noch sagen möchte, ich habe das Spiel schon durchgespielt, das ist aber auch schon ein bisschen her. Deswegen an alles kann ich mich nicht mehr erinnern und vielleicht werde ich auch ein paar neue Sachen entdecken, mal gucken, was denn so passiert und vor allem, wie viel wir davon machen. Also das erste Abenteuer machen wir auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es schaffe. Also egal, ob ich es schaffe oder nicht, es wird auf jeden Fall dieses eine Video geben. Und eventuell machen wir vielleicht auch so eine kleine Solo-Let's Play-Reihe draus und spielen einfach das komplette Abenteuer durch. Ich weiß, man soll es ja auch normalerweise nicht alleine spielen, sondern ab 2 Personen. Aber ich mache daraus jetzt einfach für euch ein Solo-Let's Play. Und ich werde nebenbei ein bisschen die Regeln erklären, aber erstmal im Vorwege, welche Charaktere habe ich da ausgesucht, die dieses Abenteuer bestreiten werden. Es geht ja darum, dass wir auf einer Insel abgestürzt sind und uns da wiederfinden. Und einmal habe ich hier diesen netten, dreinguckenden Hagrid Brown, der Offizier ist, wie es hier draufsteht, und seine Verlobte auf der Reise begleitet hat. Und er geht Probleme immer direkt an, ist ein cooler Typ. Hier sehen wir auch, er hat sehr viel Kraft. Ist vielleicht ein bisschen dümmlich, aber Kraft hat er auf jeden Fall. Und als Spezialfähigkeit habe ich immer, wenn ich eine Aktion ausführe, bei der Kraft erfordert ist, darf ich einen Würfel nach dem Würfelwurf auf die grüne Seite drehen. Und dann habe ich als zweiten Charakter hier noch die Jamie McMullen ausgesucht. Sie ist Botanikerin und hat ein dunkles Geheimnis, Gott, ich kann nicht reden. Und ist aus ihrer Heimat geflohen und wollte nach Indien. Und auch sie, hier ihre Werte, sie hat viel Geschick. Ist dafür aber nicht sehr stark und sie hat als Effekt, immer wenn ich eine Aktion mache, wo man ein oder mehr Nahrung bekommt, kriegt man noch eine zusätzliche Nahrung. Also ist sie dafür zuständig, dass wir nicht verhungern werden. Wie läuft das Spiel im Groben erstmal ab? Im Prinzip ist es immer so, dass wir einen Tag immer durchspielen und sozusagen ein Tag ist dann gleich eine Runde. In jeder Runde ist jeder Charakter einmal dran und hat 2 Aktionen, die er sofort hintereinander ausführt. Welche 2 Aktionen das sind, das darf man sich dann eben aussuchen. Nachdem man 2 Aktionen ausgeführt hat, legt man den Spielstein hin oder würde auch den Marker dann umdrehen, um anzuzeigen, ich bin durch. Wenn das alle Charaktere gemacht haben, gehen sie zurück auf das Lagerfeld und müssen dann einmal Nahrung zu sich nehmen. Jeder Charakter eine Nahrung und dann werden diese Unheilskarten noch aufgedeckt, wo verschiedene Sachen draufstehen, die dann passieren. Und dann würde der nächste Tag starten und so spielt man das dann eben durch.
Und entweder kriegt ein Charakter so viele Erschöpfungsmarker, die würde man nämlich kriegen, wenn man nicht essen kann, oder eben, was in diesen Unheilskarten draufsteht. Und da hat man eben 5 Slots, wo man diese Erschöpfungsmarker drauf tut. Das zeige ich jetzt hier bei dem Hagrid. Der hat hier links 2 Slots. Der untere Slot ist für 2 und 3 Spieler, der nur bei einer 2-Spieler-Partie, also bei 4 und mehr, würde es die dann nicht geben. Und dann hat man hier auf dieser Seite noch die 3 Positionen. Und das heißt, wenn man so einen Chip bekommt, legt man den da drauf. Die ersten beiden würde man auf der Seite legen, da passiert noch nichts. Beim dritten müsste man dann anfangen, die immer hier hinzulegen bei der höchsten Zahl. Und das erniedrigt sozusagen den Wert dieser Fähigkeit um 1. Und in dem Moment, wo ein Charakter 5 hat und noch einen 6. Erschöpfungsmarker kriegen würde, ist das Spiel vorbei. Oder aber es fängt eine Nacht an und wir können keine Unheilskarte ziehen, auch dann ist das Spiel sozusagen verloren und wir würden dann von vorne wieder anfangen müssen. Grundsätzlich spielt sich das Spiel sehr viel mit verschiedenen Aktionen, die eben eins von diesen 3 Werten erfordern. Die Zahl gibt immer an, wie viele Würfel man werfen darf und entsprechend, was auf den Karten dann steht, was gewürfelt werden muss, hat man die Probe geschafft oder nicht. Aber da gehen wir dann nachher nochmal genauer drauf ein. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem ersten Tag. Hagrid, Brown und Jamie McMullen gestrandet auf dieser einsamen Insel. Wichtig, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung und das im besten Fall erstmal viel. Und wir haben hier diese 4 Karten am Anfang schon ausliegen. Einmal Strand, Nahrung suchen, Unterschlupf bauen und Umgebung erkunden. Auch das mal kurz erklärt, was diese 4 Karten tun werden. Ich werde sie jetzt nicht einzeln nach oben halten, sondern eben einmal kurz erklären, was draufsteht. Hier kann ich eine Treibgutkarte aufdecken mit einer Aktion. Das sind die hier. Da sind dann eben verschiedene Sachen drauf. Hier kann ich mir Essen holen. Da sind 10 Essenschips drauf. Und dann würfelt man eben mit 3 Würfeln. Und für jedes gelbe auf dem Würfel, ich zeige euch mal, sind ganz schlichte, einfache Würfel. Da sind 3 grüne Symbole. Also 3 grüne Kreise, 2 gelbe und ein roter Kreis. Das heißt, die Chance ist 1:3, dass man eben mit einem Würfel ein gelbes Symbol würfelt. Man würfelt eben mit 3 und für jedes gelbe Symbol kriegt man 2 Nahrung hier. Und wenn die Nahrung weg ist, dann würde man diese Karte ablegen. Also auch nicht unendlich viel Nahrung, was man hier kriegen kann. Hier haben wir den Unterschlupf bauen. Dafür brauchen wir aber, bevor wir diese Aktion überhaupt ausführen können, erstmal 3 Holz, die wir wahrscheinlich im Treibgut finden. Und dann müssen wir auch hier eine Probe ablegen, entweder eine Geschicklichkeitsprobe oder eine Kraftprobe. Das heißt, ich habe schon mal 2 Charaktere, für die ist das super. Und wenn man dann genug Erfolgsmarker draufgelegt hat, dann baut man sich einen Unterschlupf. Dann dreht man die Karte um und bringt eine andere Karte mit ins Spiel. Und hiermit kann man neue Ortskarten entdecken. Das ist der Stapel hier. Und würde die dann hier auslegen, wo dann neue Aktionen möglich sind. Also würde ich erstmal sagen, Jamie McMullen, mit der fange ich mal an, weil es gibt auch keine richtige Reihenfolge. Man wird sich immer in der Runde entscheiden, welcher Spieler dann anfängt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen Nahrung. Jamie geht erstmal zunächst hier hin. Und da muss ich dann mit 3 Würfeln würfeln. Wie gesagt, für jedes gelbe Symbol gibt es 2 Nahrung von dieser Karte. Im besten Falle würfle ich jetzt 3 gelbe. Oder gar nichts. Das ist natürlich schade. Die Sache ist, man könnte, wenn man Proben würfelt, also sowas wie Wissen, Geschick oder Kraft und es schlägt fehl, kriegt man diesen Sternmarker hier vorne, so einen Erfahrungsmarker heißt der, glaube ich, ich habe das gerade nicht mehr so richtig im Kopf. Und der erlaubt es dann in späteren Aktionen, wenn ich dann neu würfeln möchte, gebe ich so einen eben aus und kann neu würfeln. Da das jetzt keine Fähigkeitsprobe ist, so lese ich das zumindest raus, habe ich da Pech gehabt und es gibt keine Nahrung und dementsprechend führe ich mit der 2. Aktion das gleiche nochmal aus. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich bin der Meinung, dass es eben nur bei Fähigkeitsproben so, dass ich da diesen Marker kriege. Und wieder nichts Gelbes gewürfelt, das ist schade, wir werden verhungern. Das ist sehr schade. Egal, wir werden, auch wenn ich es ungern machen möchte, trotzdem mit Hagrid's Brown nochmal gehen, weil wir brauchen Nahrung, wir haben nämlich gar nichts. Entsprechend würfel ich hier auch mit ihm. Da ist immer ein Gelber dabei, das heißt zumindest haben wir hier schon mal für ein bisschen Nahrung gesorgt. Ach nee, ich habe es jetzt von hinten genommen, das ist natürlich falsch. Da würde ich ja schummeln, sondern ich muss es hier davon nehmen. Jetzt habe ich noch eine Aktion und die Nahrung reicht erstmal aus, weil normalerweise will ich eigentlich, dass sie die Nahrung holt, weil sie noch extra Nahrung bekommt. Geht er jetzt noch eine Treibgutkarte holen und dann gucken wir mal, was hier ist. Wir decken es auf, schauen uns das mal kurz an. Hier seht ihr es,
Nehme ein Holz und lege diese Karte ab. Also ganz einfach Treibholz, abgebrochene Äste und undefinierbare Holzstücke. Legen wir hier ab, bekommen ein Holz, legen das hier ins Lager und damit hätten wir unsere beiden Aktionen auch schon getan. Jetzt fängt eben die Nacht an, das heißt, wir würden jetzt eben essen. Wir haben genug Essen, das heißt, das nutzen wir auch. Beide werden auf jeden Fall was zu sich nehmen. Und dann kommt die Unheilsphase. Ich werde mal die erste Unheilskarte für Hagrid nehmen. Gucken, was da kommt. Ruhige Nacht, nichts passiert. Und nochmal hier gezeigt, steht ganz entspannt drauf. Alles super, geht dann raus. Jetzt ziehe ich die Unheilskarte für Jamie. Ameisen, das klingt schon mal nicht gut. Gebt die Hälfte eurer Nahrung ab, aufgerundet. Für jedes, für jede Geschicklichkeitsgelben oder wissensgelben Würfel, den ich würfel, gebt ihr ein weniger ab. Brauche ich nicht, weil wir gar keine Nahrung haben, also auch nichts, was uns irgendwie anhaben kann diese Nacht. Das heißt, wir haben noch Glück gehabt. So, das war schon die erste Runde, der erste Tag. Also ihr merkt, das geht sehr, sehr schnell. Ich habe das Spiel auch damals zu zweit komplett durchgespielt, das heißt, man ist da echt gut dabei. Diese Decks und sowas, die werden sich natürlich im Laufe des Spiels, weil da sind noch sehr, sehr viele Karten in der Kiste hier an der Seite, man wird nämlich immer neue Sachen entdecken und dadurch füllen sich dann auch die Unheilskarten, die Treibgutkarten und so weiter und so fort. Und dann dauern die späteren Runden auch ein bisschen mehr, weil sie dann ein bisschen mehr überlegen voraussetzen. Hier am Anfang ist das eigentlich sehr straightforward. Gut, nächster Tag, wir brauchen wieder Nahrung. Jamie, du bist hier unsere Botanikerin, du bist unsere Köchin. Ich habe dich nicht ausgewählt, damit wir hier verhungern werden. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen diesmal sogar eine aus dem Vorrat natürlich. Ich wollte schon wieder die drei da nehmen und zwei hiervon. Einmal, weil ich es geschafft habe, plus weil ihr Effekt eben sagt, immer wenn ich mit einer Aktion ein oder mehr Nahrung bekomme, kriege ich noch eine aus dem Vorrat dazu. Das reicht schon mal. Mehr will ich da gar nicht machen. Und ich würde sagen, sie zieht mal eine Treibgutkarte, weil wir brauchen ja auch das Holz. Wir drehen es um. Seeigel. Ah, nicht gut. Autsch. Autsch ist schon mal was Gutes. Ich zeige euch das mal, weil ihr seht, an dem Autsch ist so eine Fahne dran. Und auf der Rückseite von der Regelerklärung sind so Meilensteine. Und immer wenn ich irgendwas aufdecke, wo so eine Fahne ist, darf ich das hier anhaken und schalte mir damit im Laufe der verschiedenen Partien Boni frei, sodass ich direkt am Anfang eines Spiels vielleicht schon mit Nahrung starte oder dass ich einmal neu würfeln darf. Ich habe ja auch schon ein paar Kreuze drauf gemacht von der letzten Partie. Das Gute ist, Autsch habe ich damals anscheinend nie gezogen. Ich könnte da jetzt einen Haken bei Autsch reinmachen. Ich werde es dann später mir mal merken und das mal nachträglich da eintragen und anders markieren, falls das eben noch weitergespielt werden soll. Aber an sich passiert da auch nicht so viel, außer dass ich jetzt eben einen dieser Erschöpfungsmarker kriege und den hier rauflege. Aber der erste und auch der zweite, die tun ja erstmal nichts. Das ist aber auch wieder mehr schlecht als recht. Und ich würde sagen, du gehst erstmal die Umgebung erkunden mit einer Aktion, weil wir wollen natürlich gucken, was sonst so auf der Insel ist. Vielleicht ist da irgendwas Schönes, was uns auch später noch Nahrung oder vielleicht sogar Holz bringt. Und wir haben jetzt hier die Stromschnellen aufgedeckt. Frisches, klares Wasser, viele Fische darin. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel als Aktion, seht ihr hier Aktion, das ist dieser Pfeil. Für jede grüne Hand, die ich dann würfel, halte ich zwei Fische. Also auch eine weitere Karte, mit der ich hier Nahrung schaffen kann. Das ist schon mal gut, falls uns das ausgeht, haben wir da auf jeden Fall was wir machen können. Und im besten Falle gehen wir da sogar hin, weil grün geschickt, sie hat hier eine 4, das heißt, ich kann mit 4 Würfeln würfeln, das ist also die Chance sehr hoch, dass ich mindestens ein, zwei Grüne dabei habe und ich kriege zwei Fische. Das ist natürlich nicht das gleiche wie hier, weil nur bei dem Nahrungssymbol, das ist nämlich dieser Kochtopf hier, da würde ich extra kriegen, bei den Fischen nicht, aber da ist die Chance größer, dass ich mehr Fische direkt bekomme. Deswegen mal gucken, wie wir das machen. Ich bin aber trotzdem gewillt, eigentlich noch die zweite Karte zu machen, deswegen ich decke, glaube ich, noch einen Ort auf oder hole ich Treibgut? Weil wir müssen ja auch irgendwie den Unterschlupf bauen und ich weiß nicht, wie. Wir haben ja auch nicht super viel Zeit. Also mehr als, glaube ich, 4, 5 Nächte schaffen wir sowieso nicht. Ich decke noch einen Ort auf, würde ich sagen. Ich decke noch einen Ort auf als zweite Aktion. Was haben wir hier? Den Wasserfall. Ihr entdeckt einen wunderschönen Wasserfall. Ja, wieder eine Aktion. Da kann man eine Nahrung abwerfen und einen Würfel werfen und je nachdem, was man würfelt, kann man dann 1, 2 oder 3 Erschöpfungsmarke ablegen. Das ist auch gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und auch hier unten ist wieder so eine Fahne abgebildet. Ich halte es mal ein bisschen näher dran. Endlich ein Bad, auch das könnte man abstreichen. Hier, ich muss mal kurz gucken. Habe ich das im anderen, im
beim ersten Playthrough habe ich das auf jeden Fall markiert gehabt. So, die kommt dann hier hin und die Karte besagt, liegen zwei Ortskarten offen aus, drehe diese Karte um. Also drehen wir das Ganze mal um und sie heißt Insel entdecken. Auf der Rückseite steht jetzt drauf, die nähere Umgebung ist erkundet, wir müssten jetzt weiter ans Landesinnere vordringen, um mehr zu entdecken. Hier müsste man jetzt eine Nahrung ausgeben oder man erhält eine Schöpfungsmarker und dann würfelt man Geschicklichkeit und würde dann neue Ortskarten aufdecken. Würde ich ein Fernrohr haben, wäre es ein bisschen einfacher, Ortskarten aufzudecken. Ist natürlich schade, dass wir jetzt... Gut, wir haben was, was Nahrung bringt, wir haben was, was uns Erschöpfungsmarker wieder wegnehmen lässt. Das ist natürlich jetzt eher so, brauchen wir nicht unbedingt, aber machen uns erstmal Kopf drüber, wie wir durch die Nacht kommen. Essen haben wir genug da. Zwei Nahrung geht erstmal raus. Und Unheilkarten mal wieder aufdecken. Wir ziehen erstmal wieder für Hagris. Heimweh. Würfel zwei gelbe Wissenswürfel. Gelingt dies nicht, musst du entweder eine Nahrung ausgeben oder du hältst eine Erschöpfung. So, das heißt, ich würfel mit meinem Wissen. Ich habe leider Wissen nur zwei, deswegen die müssen jetzt beide gelb sein. Sonst wird das nichts. Probieren wir mal. Schade. Ich kann nur bei Kraftwürfeln nochmal neu würfeln. Hier leider nicht. Ist mir jetzt nicht geglückt. Das heißt, ich müsste jetzt Nahrung zahlen oder ich erhalte einen Erschöpfungsmarker. Ich würde sagen, Nahrung behalten wir lieber. Dann nehme ich dann doch mal so einen Erschöpfungsmarker. Einer geht ja erstmal. Und da die Probe nicht geglückt ist, kriege ich auch einen dieser Sterne, die ich dann nutzen kann, um neu zu würfeln. So, Jamie McMullen, Unheilkarte 2. Stechmücken, auch nicht so schön. Ich zeige das auch mal hier. Artwork finde ich sehr, sehr schön. Übrigens allgemein finde ich das Artwork auf den Karten sehr, sehr schick. Ich muss einen roten Geschicklichkeitswürfel würfeln, sonst erhalte ich eine Schöpfung. Das Gute ist, Geschick habe ich 4. Da sollte doch bestimmt ein roter drin sein. Mal gucken. Verdammt. Und jetzt würfel ich ganz viel gelbe. Ey, super. Kein roter dabei. Schade. Ich könnte jetzt neu würfeln. Oder ich erhalte... Komm, wir können am Anfang kann man noch kassieren. Ne? Direkt Erschöpfung. Ist natürlich auch wieder ein fehlgeschlagener Wurf. Das heißt, auch da kann ich natürlich wieder so einen neuen Marker kriegen. Karte abgehandelt. Runde 3. So, ich würde fast sagen, Nahrung kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Zumindest erstmal geht die Jamie nicht los, weil sie ist unsere Nahrungsholerin. Wir brauchen Holz. Wir brauchen ganz, ganz dringend Holz, weil sonst können wir den Unterschlupf nicht bauen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen einen Unterschlupf bauen. Das ist sozusagen das Ziel des ersten Abenteuers. Und deshalb werde ich mit ihm einfach jetzt auch wieder Treibgut sammeln gehen. Nimm zwei Nahrung und lege diese Karte ab. Das ist natürlich toll. Das heißt, wir müssen mit ihr auf jeden Fall keine Nahrung mehr holen gehen. Ich werde noch eine Treibgutkarte ziehen mit seiner zweiten Aktion. Nehme ein Fleisch und lege diese Karte ab. Also ich habe gehofft, dass da mehr Treibholz drin ist. Nahrung sind wir jetzt komplett ausgesorgt, ist natürlich super. Wir kriegen auch anderweitig erstmal keine Nahrung, das ist das Problem. Wir können natürlich jetzt noch eine Ortskarte aufdecken mit Jamie und dafür Nahrung ausgeben. Wollen wir das? Vielleicht decke ich noch eine auf, weil ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht noch ist, was uns mehr Holz gibt, weil nur auf Treibgut zu hoffen, ist ein bisschen mickrig, würde ich sagen. Da kommen wir nicht lange rum, deswegen kommen wir. Versuchen zumindest eine neue Karte zu entdecken. Ich gehe hier hin, ich gebe eine Nahrung aus, weil wir haben genug Nahrung hier erstmal. Kommen also auf jeden Fall die nächste Nacht noch aus. Und jetzt muss ich eine Geschicklichkeitsprobe ablegen. Das heißt, ich habe hier, weil ich das mit ihr ja mache, 4 Würfel und es muss mindestens ein gelber dabei sein. Sollte also drin sein. Es ist alles grün. Es ist alles grün. Wir benutzen natürlich einmal unseren Reroll hier. Es kann nicht sein. 3 grün, 1 rot. Komm, wir wollen was entdecken. Jamie, du findest was Neues. Ich glaube an dich. Das war immer ein gelber dabei gewesen. Sehr gut. So, wir haben es geschafft. Immerhin. Das heißt, wir dürfen eine neue Ortskarte aufdecken und wir finden einen stiller Ort. Da würfelt man eine Wissensprobe, legt diese Karte ab und bringt eine neue Karte ins Spiel. Frage ist natürlich, wollen wir das tun oder nicht? Weil Wissen, gut, ich habe eine Wissens,
Ein Wissenswert von 3, das heißt, ich kann mit 3 würfeln, aber was ist das für eine Karte, die wir aufdecken würden? Bringt die uns was? Ich glaube eher nicht. Ich gehe Treibgut noch mit ihr sammeln mit der zweiten Aktion. Ich hoffe, dass jetzt mal Holz dabei ist. Es ist Holz. Sehr gut. Dann will man schon mal 2 Holz. Wir brauchen leider 3 Holz, bevor wir mit der Aktion überhaupt anfangen können. Die Nacht bricht herein. Wir werden natürlich wieder was essen. Ich nehme mal die. Man kann auch eben neben den Töpfen auch entweder Fische- oder Fleischsymbole abgeben. Das tun wir hier einfach mal, weil ich das vielleicht noch brauche für einen neuen Ort entdecken, falls ich das machen möchte. Und wir ziehen wieder Unheilskarten. Einmal wieder für Hagrid zuerst. Gewitter. Du erhältst eine Erschöpfung. Drehe die Fackel und Feuerstelle um oder gebe einen Stern ab, also diesen Erfahrungsmarker ab. Wir haben weder die Fackel noch die Feuerstelle. Wir erhalten einfach nur einen Erschöpfungsmarker. Das ist natürlich nicht so gut. Haben jetzt beide schon 2. Jamie, bitte, bitte nichts Besonderes Schlimmes hier. Unerwartete Welle. Ich würfel eine Kraftprobe. Muss ein rotes Symbol dabei sein. Sie hat nur 2 Würfel. Und wenn ich das nicht schaffe, erhalte ich einen Erschöpfungsmarker. Also, es ist ein Rot dabei. Puh, geschafft. Keine Erschöpfung für die Jamie. So, nächster Tag. Ich würde sagen, wir starten diesmal mit Jamie und sie geht zum Strand. Wir brauchen Treibgut, wir brauchen Holz und wir finden eine Schiffsschraube. Mal kurz gucken, was da steht. Also wir können ein Holz hier drauflegen und dann als Aktion entweder Wissen und danach Kraft. Und gelingt dir beides, wird man das Holz ablegen und bringt 130 ins Spiel. Das ist natürlich die Frage, brauchen wir die 130? Wo lege ich diese Karte jetzt hin? Lege ich hier mal daneben. Ich will mein Holz dafür nicht verschwenden. Was könnte sinnvollerweise daraus kommen? Kriege ich eine Axt oder sowas denn vielleicht? Vielleicht baut man sich dann eine Axt mit irgendwie Holz und dem Teil der Schiffsschraube oder so. Tja, ich lege es mal hier hin. Ich weiß gar nicht, ob man das hier dann hinlegen muss. Das ist dann, wie gesagt, so eine neue Stelle, wo ich hingehen kann. Aber ich möchte eigentlich noch ein Holz ziehen. Und das tue ich mit der zweiten Aktion von ihr. Und ich finde einen persönlichen Gegenstand. Auch hier wieder so eine Fahne, aber ich könnte mir wieder was ankreuzen. Lege diesen Gegenstand ab, um beliebig viele Würfel eines beliebigen Wurfes neu zu würfeln. Ja, das wäre jetzt ein Gegenstand, den sie bekommt. Den trägt sie jetzt bei sich. Den hat auch nur sie. Den kann jetzt der Hagrid dann nutzen, würde er auch an gleichen Ort sein, wie die Spielfigur von Jamie das ist. Oder man kann eben mit einer Aktion, wenn man am gleichen Ort ist, Gegenstände tauschen, einen Gegenstand also bekommen. Lassen wir erstmal bei ihr. Ich würde sagen, weil wir brauchen Holz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so wenig Holz ist. Ich werde nochmal Treibgut sammeln. Ich hoffe, dass da jetzt das dritte Holz drunter ist. Bitte, bitte, bitte. Es ist das dritte Holz. Das, was wir brauchen. Zack. So, das heißt, das dritte Holz ist da. Und dann können wir mit der zweiten Aktion nämlich einen Unterschlupf bauen. Legen dafür das 3 Holz auf diese Karte, weil das ist die Voraussetzung, bevor wir überhaupt die Aktion machen können. Und jetzt können wir Proben machen. Und zwar entweder Geschick oder Kraft. Ich mache natürlich, weil Hagrid, das ist eine Kraftprobe. Nehme 4 Würfel. Und für jedes Grüne kommt da ein Erfolgsmarker drauf. Das ist dieser grüne Haken da oben. Und wenn da 6 drauf liegen, drehen wir diese Karte um und bringen noch eine andere Karte mit ins Spiel. Also mal gucken, was passiert. Es sind nur 2 Grüne da. Tja gut, die nehmen wir trotzdem. Besser als nix. So, das waren auch die beiden Aktionen, die ich mit Hagrid jetzt gemacht habe. Das heißt, beide kommen zurück ins Lager. Ja, ich habe absichtlich keine Nahrung gesammelt. Denn wir müssen jetzt essen. Und jetzt überlege ich gerade, wem drücke ich die Erschöpfung hin? Weil es ist nur einer. Ich glaube, ich sage, Hagrid isst. Von wegen Ladies first. Frau kriegt nichts zu essen. Die kriegt den Erschöpfungsmarker. Den muss ich auch hier legen, weil der Wert 4 hier Geschick ist am höchsten. Der wird zuerst gesenkt. Jetzt die Unheilskarten. Unheilskarte 1 für Hagrid und das ist auch die letzte Nacht. Das heißt, wir müssen theoretisch gleich das irgendwie schaffen. Sonst sind wir durch. Und Hungeranfall. Lege 2 Nahrung ab. Kannst du dies nicht? Musst du so viele Nahrung wie möglich ablegen und erhältst eine Erschöpfung. Das ist natürlich ungünstig. Dann kriegt Hagrid jetzt auch ein. Geht auf die Kraft. Und Jamie zieht hier die letzte Unheilkarte. Und das sind wieder die Ameisen. Da können wir nichts ablegen, passiert also nichts, weil wir gar keine Nahrung haben. Gut,
Letzter Tag. Viel können wir nicht machen. Ich würde direkt sagen, wir starten mit Hagrid. Der geht natürlich hier hin und würfelt, damit wir diesen Unterschlupf endlich bauen. Weil ich hoffe, das ist das Ziel und wir haben es danach geschafft. Diesmal nur 3 Würfel, weil wir eine Erschöpfungsmarke haben. Im besten Fall gibt mir einfach 3 Grün. 2 Grün ist auch okay. Zack, nehme ich. Und wir machen das Ganze mit der zweiten Aktion direkt auch. Nochmal. Wieder 2 Grüne. Das wären 6 Grüne. Das haben wir also geschafft. Das heißt, wir legen die hier ab. Und auch die Holzmarker werden abgelegt. So, dann drehen wir diese... Nee, ich erhalte eine Erschöpfung. Oh Gott. Das ist natürlich nie so super. Und ich drehe diese Karte um und bringe Karte 105 ins Spiel. Jetzt drehen wir das Ganze erstmal um und schauen, was draufsteht. Unterschlupf. Als Aktion lege einen Erschöpfungsmarker ab. Das ist super. Dies ist noch keine sichere Unterkunft. Sucht weiter. Schade. Das ist natürlich doof. Und wir bringen jetzt, was hat die gesagt, 105 ins Spiel. Da greife ich mal hier kurz aus dem Bild raus. Und suche mal hier die Karte 105 raus. Das wäre die hier, nämlich die Feuerstelle. So. Die Feuerstelle sagt, gib ein Holz ab und würfel ich einen mit einer Wissensprobe mindestens ein gelbes Symbol, drehe diese Karte um und bringe Karte 106 ins Spiel, falls noch nicht ausliegend. Ja, das Problem ist jetzt, dies ist noch keine sichere Unterkunft, sucht weiter. Ich habe jetzt noch 2 Aktionen, die ich mit Jamie ausführen kann, bevor die Nacht hereinbricht und wir sowieso dann das hier nicht mehr überleben werden. Deswegen, vielleicht riskiere ich nochmal den stillen Ort zu besuchen. Weil vielleicht bringt der mich irgendwo noch hin, weil ich Holz finden und dann das machen, das reicht nicht. Ich gehe hier hin zum stillen Ort und würfel eine Wissensprobe. Brauche mindestens ein gelbes Symbol dabei, einen gelben Punkt. Ich habe 3 und ich habe auch diesen persönlichen Gegenstand, den ich nutzen kann. Komm, ein gelbes. Es sind 3 Grüne. Es sind 3 Grüne da. Ja, ich nutze den persönlichen Gegenstand. Der wird dann auch soweit abgelegt. Kauf bitte ein gelbes. Ja, ein gelbes ist dabei gewesen. Das heißt, wir haben es geschafft. Lege diese Karte ab und bringe Karte 132 ins Spiel. Das heißt, der stille Ort wird abgelegt. Ich lege den einfach mal komplett raus. Und suche jetzt die Karte 132. Und habe damit... Ja, den Talisman gefunden. Bei einem Unheil darfst du diesen Gegenstand ablegen, um die Auswirkung des Unheils zu verhindern. Und unten wieder eine Fahne. Glücksbringer dürfte ich mir jetzt ankreiden, auch wieder ein Gegenstand, den sie hat. Das Problem ist, wir haben jetzt nur noch eine einzige Aktion, die wir machen können. Und tja... Das sieht schlecht aus, würde ich sagen. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich möchte jetzt einfach als abschließende Aktion das nochmal machen. Noch einen Ort entdecken. Ich müsste dafür Nahrung abgeben, kann ich nicht. Deswegen erhalte ich einfach einen Erschöpfungsmarker. Den kann ich ja noch nehmen. Und mache jetzt eine Geschicklichkeitsprobe mit 3 Würfeln. Und da muss ein gelbes dabei sein. Es ist ein gelbes dabei, sogar 2. Das heißt, ich schaffe es, noch einen Ort aufzudecken. Weil... Auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht schaffe, weiß ich ja, wenn ich das nochmal spiele, welche Ortskarten gibt es eigentlich? Und wir haben hier den Dschungel. Na, sieh einer an. Wir können als Aktion für jeden grünen, für jedes grüne Kraftsymbol, was wir würfeln, ein Holz nehmen. Besitze ich die Axt, erhalte ich sogar anschließend zusätzlich ein Holz. Und bringe 131 ins Spiel, falls du 2-mal rot würfelst. Denn eine Schlange hat dich gebissen. Das ist natürlich nicht gut, das wollen wir nicht. Aber wir wissen, dass es hier auch noch die Karte Dschungel gibt. So, jetzt kommt die Nahrungsphase, die Nacht. Wir müssen Nahrung nehmen, können wir nicht. Das heißt, wir würden beide jetzt hier unseren letzten Erschöpfungsmarker nehmen. Aber jetzt kommt das Unheil. Wir können keine Unheilskarte ziehen. Damit ist das erste Abenteuer leider nicht geschafft. Schade. Schade, schade, schade. Ja, ich würde sagen, wir hatten sehr viel Pech, dass wir sehr spät Holz bekommen haben. Also wir haben echt viele Treibgutkarten aufgedeckt. Ich glaube, nur eine einzige. Die Frage ist natürlich, ich hatte gehofft, dass wir genau sowas finden, wo wir Holz kriegen können. Das kam nur zu spät. Wäre das früher da gewesen, hätte ich da wesentlich schneller Holz holen können. Jetzt ist natürlich die Sache, hier steht auch noch drauf, es ist noch keine sichere Unterkunft, sucht weiter.
Ich hätte natürlich gehofft, dass dieser stille Ort, den ich jetzt abgelegt habe hier aus dem Spiel, dass vielleicht da irgendwie eine Höhle gewesen wäre, wo man sich vielleicht hätte verkriechen können als sicheren Unterschlupf. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Wir sind leider nur so weit gekommen, dass wir den Unterschlupf gebaut haben, reicht aber nicht aus. Das Feuer entfachen haben wir auch noch nicht hingekriegt. Wir haben einfach zu wenig Holz. Ja, was würde ich anders machen? Überlege ich gerade so. Ich würde wahrscheinlich doch schneller auf die Orte gehen, anstatt mich mit dem Treibgut hier rumzuschlagen, einfach auf Dorf in diesen Dschungel schnell zu kriegen, um dann eben so gut es geht und so schnell wie möglich an das Holz zu kommen, um dann eben den Unterschlupf zu bauen und dann auch noch im besten Falle genug Holz zu haben, um das Feuer zu entfachen. Das ist natürlich schade, dass wir das nicht hingekriegt haben. Ich glaube, Unterschlupf plus Feuer, das könnte vielleicht sicher sein. Wer weiß das schon? Vielleicht hätte das ausgereicht. Aber leider sind wir da jetzt gescheitert im ersten Abenteuer. Ja, aber jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick bekommen. Ihr seht auch, es ist jetzt wirklich recht schnell gegangen. Das war jetzt gar nicht so komplex, weil größtenteils würfelt man eben nur, um irgendwelche Proben hier zu schaffen. Und ja, das wäre jetzt Abenteuer Nummer 1 in der Version, wie man es nicht spielt, wie man es nicht schafft. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr sagt, hey, finde ich ganz interessant. Vielleicht hat euch das jetzt ein bisschen geholfen, euch das Spiel anzuschauen. Also ich kann so viel dazu sagen. Es gibt, glaube ich, 5 Abenteuer insgesamt. Und ja, man kommt wahrscheinlich nicht drum rum, das eine oder andere Abenteuer nochmal neu zu starten. Was aber gar nicht verkehrt ist, weil man einfach mehr Einblick kriegt in die Karten. Ich weiß jetzt zum Beispiel, beim nächsten Mal, wenn ich diesen stillen Ort sehe, da brauche ich nicht hingehen. Was soll ich beim stillen Ort? Ein Talisman, den brauche ich nicht. Also man lernt ein bisschen was dazu, was es so an Karten gibt und kann dann in der nächsten Runde ein bisschen drauf eingehen und dann eben ein bisschen anders spielen. Plus, man deckt ja hier schon Karten auf, die diese Fahne unten haben, sodass ich mir auf meinem Regelheft hier hinten diese Meilensteine ankreuzen kann. Das ist natürlich jetzt, glaube ich, in dem Falle auch noch nicht ausreichend gewesen, dass ich hier überhaupt irgendwas freigeschaltet hätte. Aber so kommt man auch nach und nach, auch wenn man ein Abenteuer vielleicht nicht schafft, an neue Meilensteine, an neue Boni und startet dann das Abenteuer vielleicht mit einer anderen Voraussetzung und kann das dann Ganze noch ein bisschen angehen. Weil sonst wäre es natürlich sehr schnell durch, würde man im ersten Anlauf direkt Abenteuer 1, 2, 3, 4, 5 einmal so durchspielen. Ich kann euch auch aus Erfahrung sagen, das ist ein bisschen von dem, was noch kommt, auf jeden Fall abwechslungsreicher noch. Klar, es bleibt natürlich alles bei dem gleichen System, mit denen wir haben die Karten, wir stellen unsere Figuren drauf und würfeln. Aber das, was noch dazu kommt, das ist recht interessant. Also wir haben das mit sehr viel Spaß durchgespielt, aber wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen her. Und wenn ihr da jetzt Interesse habt, schaut es euch gerne mal an. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass auf jeden Fall mit diesem System aufbauend darauf noch weiteres dazu kommen kann. Vielleicht werde ich dann später gleich nochmal drauf eingehen. Im Outro, ob ich da noch was gefunden habe dazu, ob es da eventuell schon irgendwelche Anzeichen gibt von irgendwelchen kleinen Erweiterungen, neue Karten, vielleicht neue Abenteuer, die man erleben kann. Aber das war Adventure Island, Abenteuer Nummer 1, leider aber, ja, nicht geschafft. Ja, auch wenn mir das Abenteuer nicht geglückt ist mit den beiden auf der Insel, habt ihr doch trotzdem so einen kleinen Einblick bekommen und ich habe ja auch eben schon ein bisschen dazu erzählt, was ich wahrscheinlich anders machen würde. Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, ist es so, dass das Spiel eben wahrscheinlich wirklich fast schon voraussetzt, dass du das ein oder andere nicht sofort schaffst, weil es auch einfach im späteren Verlauf, in späteren Abenteuern einfach so viele Karten sind, dass man da gar nicht so schnell und so gut durchkommt. Das ist aber jetzt also überhaupt kein Beinbruch. Das, was das Spiel leider dann doch nicht ganz so schön macht, um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, ist einfach der Mechanismus mit den Würfeln. Wenn man einfach super viel Pech hat, klar, man kriegt, wenn man eine Würfelprobe nicht besteht, immer diesen Marker, um dann spätere Würfelproben neu zu würfeln. Aber das kann sich natürlich so weit hinziehen, dass man eigentlich immer die Würfeldinger verhaut und dann ist es natürlich sehr, sehr glücksabhängig. Vor allem auch ein bisschen, wie die Karten natürlich liegen. Da muss man schon ein bisschen mit umkönnen, dass man sagt, okay, da ist jetzt viel Glück dabei. Kann halt passieren, dass man manche Abenteuer dann richtig schnell in den Sand setzt, einfach weil sofort am Anfang überhaupt nichts klappt. Aber wie gesagt, es lässt sich recht schnell runterspielen, deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn man es mal verhaut und ein Abenteuer eben nochmal neu starten muss. Und man geht eben, wie gesagt, mit neuen Erkenntnissen geht man immer an ein Abenteuer ran. Das vielleicht nochmal so gesagt. Es ist natürlich an sich recht seicht, auch wenn hier Kenner draufsteht, finde ich es jetzt doch nicht. Natürlich würde ich es jetzt nicht unbedingt mit Leuten spielen, die vorher noch nie was mit Brettspielen zu tun hatten, aber wenn man
zumindest ein bisschen was gespielt hat. Ich habe es ja selber gesehen, es ist von was man tut, nicht so schwer und es steht auch alles immer sehr genau auf den Karten drauf. Ich habe extra sogar eben nochmal nachgeguckt wegen den Würfelproben, weil ich mir da auch einmal nicht ganz sicher war, wann man diese Erfahrungsmarke eigentlich bekommt, weil ich bin davon ausgegangen, es geht nur um Würfelproben, die mit den Fähigkeiten der Charaktere zu tun haben, also Wissen, Kraft und Geschick. Aus der Regel lässt sich da aber auch nicht so richtig rauslesen, ob damit wirklich alle Würfelproben gemeint sind. Also es könnte auch sein, wenn es eine Würfelprobe ist, die darum geht, würfel etwas und es passiert was. Möglicherweise habe ich da vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler eingebaut. Das sei zu verziehen. Das ist jetzt auch nicht ganz so hervorgegangen. Ist aber auch nicht tragisch. Ihr habt immerhin erkennen können, wie das Ganze läuft. Und ich hatte es eben ja auch schon gesagt im Video, falls ihr jetzt Lust habt und sagt, ja, Andi, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wir wollen trotzdem, dass du es nochmal wagst, vielleicht das erste Abenteuer nochmal angehst oder eben auch dann die ganzen Abenteuer durchspielst. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hätte da schon Lust drauf, euch da mal mitzunehmen durch die Insel oder über die Insel Adventure Island und zu gucken, was eben noch passiert. Wie gesagt, ein bisschen was weiß ich so noch ganz vage. Aber es ist trotzdem, denke ich mal, nochmal lustig, da gemeinsam nochmal reinzuschauen, was dann eigentlich so geht. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, und würde sagen, das war's dann erstmal. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Und ja, das versprochene Video, wo ich hier die Regale hinter mir angehe, das kommt noch. Keine Sorge, da wird noch was passieren, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich das mache. Also das Ausmisten wird noch kommen. Einfach dranbleiben hier, einfach ein Abo dalassen, weil dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht, wenn das Ausmisten hier losgeht. Da verpasst ihr sowieso nicht die ganz, ganz coolen Videos, die noch kommen. Und da kommen bestimmt noch einige. Alle anderen Links unten in der Videobeschreibung drin, also Instagram, Twitter und so weiter. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann auch in den Kommentaren über das Spiel unterhalten können. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gespielt und könnt damit eure Meinung teilen. Vielleicht habt ihr es noch nicht gespielt und wollt es spielen. Ja, vielleicht noch als Extra, wem das zu seicht ist und ihr eventuell Bock auf sowas habt, Robinson Crusoe, auch von Pegasus. Schockt auf jeden Fall. Vielleicht machen wir da auch irgendwann. Machen wir dazu ein Video, das wäre interessant. Zu dem Video machen, puh. Aber vielleicht gibt es da auch mal ein Let's Play. Vielleicht auch mit ein paar von den Isla Games Jungs. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, da mal ein Let's Play zu sehen, wie wir uns durch Robinson Crusoe kämpfen. Weil das ist nochmal eine ganze Ecke höher. Aber hey, zu viel geteased. Vielleicht kommt es ja auch nie. Wer weiß. Ihr wisst jetzt Bescheid, Leute. Abonnieren, liken, kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.